ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 3 Jahre hat die Bundesregierung nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben, bis heute. Um kurz vor 7 Uhr ist eine Maschine am Flughafen Leipzig gestartet, an Bord 28 afghanische Straftäter. Es ist die erste Abschiebung in das Land, seit die radikal-islamischen Taliban die Macht übernommen haben. Die Bundesregierung hat den Schritt mehrere Monate vorbereitet. Das Vorgehen ist rechtlich und praktisch kompliziert und umstritten.